Kinocast. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Kinocast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Hallo. Ja, hallo auch von mir, ist der Erik. Wir müssen ganz professionell bleiben, haben wir vorher extra geübt. Wir haben da, namhafte ja, Leute als Vorbild, die auch professionell geblieben sind. Und super. Genau. Wir haben Filme für euch mitgebracht, Filme und Serien heute. Zum einen hatten wir in der Sneak Preview in der Schnapszahl Sneak 1111 hatten wir Glück auf einer Skala von 1 bis 10 und ich kann schon mal so viel sagen, es war nicht nur die 1, die wir da vergeben haben. Und Originaltitel Presque, ein französischer Film. Dann habe ich noch einen Film mir ausgeliehen, habe mit meiner Frau zusammengeschaut, den wollte sie nämlich eigentlich gerne im Kino sehen damals, als der lief, und haben wir aber irgendwie nicht geschafft. Marry Me, verheiratet auf den ersten Blick mit Owen Wilson. Kennt vielleicht der eine oder die andere. Und Jennifer Lopez, die gestern die Wischbestellung beim Eurovision Song Contest da war. Genau. Und Jennifer Lopez, und wer hier häufiger mal reinhört in den Kinocast, weiß, dass es nicht unbedingt meine favorisierte Schauspielerin ist. Aber was tut man nicht alles, um hier den Ausfrieden? Genau, dann guckt man auch mal so einen Film an. Und ihr werdet danach mal hören, wie ich ihn fand, ja? Bei Serien sehe ich hier was, The Wilds. Ich habe mir die neue Serie Treadstone angeschaut auf Sky. Das ist quasi die Universumsgeschichte von Jason Bourne. Also da geht es auch um dieses Treadstone-Projekt. Und bei Das Boot Staffel 3 habe ich reingeschaut. Die hat jetzt auch gestartet auf Sky. Und mal gucken, was uns noch so einfällt. Eine Rätselecke gibt's vielleicht auch nicht. Mal gucken. Doch, gibt's. Und gibt's, yay. Und Musiktipps gibt's natürlich dann auch wieder. Yay. <Plus. lacht> Aber jetzt erstmal Glück auf einer Skala von 1 bis 10. Den Film hatte keiner getippt auf seiner Skala. Und es handelt, also wir bekommen am Anfang zwei Menschen vorgestellt, zwei Männer. Der eine Mann arbeitet in einem Bestattungsunternehmen, ist dort der Chef, der den Betrieb von seinem Vater übernommen hatte vor vielen Jahren und hat dadurch auch, weil er eben auch, als er aufgewachsen ist, war er immer der Sohn vom Bestatter und so, was halt auch, ja, vielleicht auch so ein bisschen so ein Image mit sich bringt, so vielleicht ein bisschen anrüchig ist oder ja, schleppt da einige Themen mit sich rum und sein Familienleben ist auch nicht mehr das, Scheidung und so weiter. Und einen anderen lernen wir kennen, einen jungen Mann, der eine geistige Behinderung hat er nicht, ne? Er ist eher so körperlich behindert, ich weiß gar nicht, was er jetzt genau hat. Die Nabelschnur hat sich um seinen Hals gelegt. Ja, aber deswegen war das Gehirn nicht mit Sauerstoff versorgt. Okay, also hat er doch ein bisschen was mit dem Gehirn. Also er geht komisch, sage ich jetzt mal. Man sieht es ihm halt sofort an, aber er ist trotzdem sehr schlau und mit seiner, ich nenne es mal, mit seiner naiven Bauernschleue trifft er halt komischerweise immer so den richtigen Ton. Und ja, er ist Lieferfahrer, er hat so ein Dreirad-Lastenbike, wo er Gemüse ausliefert für so einen lokalen Bioproduzenten. Und eines Tages begegnen sich die beiden auf der Straße, nämlich der Bestatter. Igor, also der Bestatter heißt ja. Louis und der junge Mann heißt Igor. Okay, also Louis fährt Igor um, der ist mit seinem Fahrrad unterwegs und mit seinem Dreirad unterwegs und zum Ausliefern. Der Igor, der fährt ihn halt um und fährt in den Graben rein und so weiter, ein bisschen Blut und so weiter und bringt ihn, hält an und bringt ihn erstmal ins Krankenhaus, lässt ihn untersuchen und die Ärzte denken dann, dass die irgendwie verwandt sind, weil er ihn gebracht hat und sie unterhalten sich dann auch erstmal ein bisschen, ne? Und er ist halt, wie gesagt, dieser, wie ist der andere jetzt? Nicht Igor, sondern Louis. Louis, genau. Louis ist halt mit seiner unnachahmlichen Art, eben alles so positiv zu sehen, trotz seiner Einschränkungen, kann er halt aus den anderen sehr viel rauslocken. Und der Bestatter ist nun natürlich nicht gerade so ein absoluter Fröhlichkeitstyp, sag ich mal, das bringt auch seinen Job mit sich, dass er da ein kleiner Workaholic einfach. Dass er da nicht immer
nun mit einem Lächeln im Gesicht rumlaufen kann als Bestatter, ne, wenn er da bei den Leuten ist. Und dann macht noch eine weitere Geschichte auf, nämlich dass eine Frau verstirbt, um die er sich dann auch kümmern muss als Bestatter. Und da hat es wohl noch ein bisschen mehr damit auf sich. Er muss nämlich auch dann die Leiche überführen nach Marseille. Er überführt dann die Leiche. Also normalerweise macht er das nicht, aber er sagt dann, dass er das macht. Genau, ja. Also er macht's dann und der Igor hat sich auch bei ihm in dem Auto hinten versteckt gehabt. Er hat ihn nämlich mal besucht auf Arbeit und ist da ganz fasziniert, wie da die Särge gebaut werden. Ihn interessiert da alles und er wird dann mehr oder weniger herauskomplimentiert aus dem Ding, aus dem Bestattungsunternehmen. Er sagt, ja, du kannst jetzt hier nicht einfach so rumlaufen. Und er versteckt sich dann, er will mal so Probe liegen in so einem Sarg, der hinten in so einem Auto ist. Er legt sich neben den Sarg. Ja, und dann legt er sich halt daneben auch. Und genau, und dann plötzlich wacht er auf und das alles ist in Bewegung. Und an der Autobahnraststätte, ja, treffen die beiden dann halt aufeinander und es gibt halt erstmal, oder er will dann zurücktrempen, das klappt nicht so ganz und ja, dann beschließt der Louis, den Igor mitzunehmen auf seinen Trip, auf seine Fahrt und da kommen die beiden sich dann näher, sie unterhalten sich viel mehr, jeder erfährt was von dem anderen und sie nehmen dann auch noch eine Anhalterin mit, die dann auch noch dafür sorgt, dass die beiden nochmal ein bisschen mehr auftauen und dann in, wo sind sie dann? In Montpellier, genau, in Montpellier. Sehr schöne Stadt übrigens, by the way. In Montpellier gehen sie dann auch auf eine Party und ja, viel mehr will ich mal nicht verraten, ne? Also es ist auf jeden Fall mehr oder weniger eine Roadtrip-Geschichte und so die Geschichte von so einem grumpy old man, der durch jemanden so ein bisschen aufgetaut wird und ja, mit einem... Ui, was rumpelt denn da bei euch hier? Ich bin bei mir hinten randalieren zwei Kaninchen. Ich werde gleich denen was zu essen geben, dann ist Ruhe mit Randale. Sind trotz seiner ja, doch seines etwas schwereren Themas, sag ich mal. Also ich meine, Bestattungsunternehmen ist jetzt nicht gerade so der leichteste Stoff. Und es werden halt auch so Leichen gezeigt und so und was die dann damit machen. Und das andere halt mit diesem behinderten jungen Mann, das ist jetzt auch nicht gerade. Aber es hat halt wirklich so sehr viel Gefühl drin, ähnlich wie Ziemlich beste Freunde, wo es ja auch um einen behinderten Mann ging, der ein bisschen aufgetaut wird durch jemand anders. Hier ist es ein bisschen umgekehrt, weil hier wird er der nicht behinderte Bestatter, der taut dadurch ein bisschen auf, dass der andere so viel, ja, gute Laune hat und gute Ideen. Und er ist auch sehr belesen, er liest sehr viele Philosophen und so. Ja. Also hat uns sehr, sehr gut gefallen, Chris, oder? Er hat mir tatsächlich extrem gut gefallen, also ich saß am Anfang dran und habe gedacht, okay, ja, könnte eine komische Richtung vielleicht gehen, der Film, oder keine Ahnung, was da jetzt kommt. Da war Schweizer Film hauptsächlich, oder spielt in der Schweiz, französische Schweiz, so, wo ich schon gedacht habe, so, okay, könnte, ja, wie finden diese beiden zusammen und wie passt das dann zum Filmtitel? Ich muss allerdings sagen, dass Alexandre Jolin den Igor gespielt hat, also unfassbar cool gespielt hat. Ich habe auch jetzt nochmal nachgelesen, der Alexandre Jolin, keine Ahnung. Der Alexandre, ich nenne ihn jetzt einfach Alexandre, weil wir sind Buddies. Der hat Philosophie studiert an der Universität Freiburg. Freiburg? Ja, IUE. Also ich glaube, Fribourg. Okay, Freunde, okay. Also nicht unbedingt unser Freiburg hier. Und hat auch in der Universität Dublin studiert. Und der leidet seit seiner Geburt an zentraler Kinderlähmung und hat 17 Jahre in Spezialkliniken verbracht. Also das ist schon mal so ein Teil. Und ganz prinzipiell einfach fand ich das ganz großartig gespielt. Auch die Story, wie die sich entwickelt, wie die beiden zueinander finden, wie das ist. Es ist mit so viel Charme und Witz gemacht und so dargestellt. Das war einfach herrlich. Das war richtig schön. Und mich hat es irgendwann komplett abgeholt, der Film, weil ich fand das einfach, ja, die Geschichte, die Dynamik, die die beiden entwickelt haben, wo sich das alles hin entwickelt, eben auf ihrem Weg von Lausanne nach
wo haben wir, Montpellier oder sowas haben wir gesagt, ne? Nee, Montpellier war die Zwischenstation. Ich glaube, die wollten nach Marseille oder so. Marseille, genau. Und das ist einfach mal ein komplett anderer Roadtrip dann auch entstanden. Auch mit den Aktionen, die sie unterwegs dann hatten, im Hotel, im hier, im da. Und was da auch für Szenen dann kommen, die unglaublich stark sind, wie ich fand, unglaublich stark. Mit, ja, wie kann man so einen Körper wie meinen gern haben? Oder die Philosophen sind diejenigen, die mir das Leben gerettet haben, die mich dahin gebracht haben, wo ich jetzt bin oder solche Sachen. Und einfach für beide ist es so eine Eröffnung von komplett anderen Sichtweisen. Und das übertragen sie auch auf die Begegnungen, die die beiden dann noch haben, auf die zusätzlichen. Und das ist auf eine so schöne, angenehme Art einfach erzählt, dass mir das einfach unglaublich gut gefallen hat. Eben auch dann der Filmtitel passt nämlich dann eigentlich auch total gut, weil wenn du das so überlegst, so ja, der eine ist dran, erfolgreich im Job, total da drin, fühlt sich da auch soweit relativ wohl, macht sein Zeug, ist vielleicht nicht ganz glücklich, auch auf dem Grund, was früher schon passiert ist, aber trotzdem, er geht seinen Weg. Und der andere ist auf seine Art, trotz seiner Beeinträchtigungen, die er hat, auch irgendwo glücklich und versucht da in die Selbstständigkeit zu kommen. Und was sich daraus entwickelt, das ist einfach großartig und das hat mir richtig gut gefallen. Da hat, wenn du jetzt erzählst, dass der Alexandre Jolin, dass der da studiert hat und so, da hat er bestimmt auch viel von sich selbst in die Rolle eingebracht, denke ich mir. Oder das ist ja dann auch immer, ja. Ist ja dann auch immer, wenn sowas geschrieben wird, musst du ja auch die, wenn du da die Möglichkeit hast, sowas mit reinzubringen, wenn jemand so viel mitbringt in die Rolle, das ist natürlich dann auch krass, ne? Ja, ja eben. Aber einfach toll gemacht. Also ich würde da hier auch mal eine absolute Empfehlung aussprechen für den Film. Also wer Ziemlich beste Freunde gemocht hat und mal ehrlich, wer hat es nicht, weil diese Millionen von Kinozuschauern, das war ja so ein erfolgreicher Film hier in Deutschland und ich möchte diesen Film mal allen ans Herz legen, die Ziemlich beste Freunde auch mochten. Ich mochte auch die Musik hier sehr, war jetzt nicht so extrem im Ohr wie bei Ziemlich beste Freunde von Ludovico Einaudi, sondern hier war das von jemand anders. Aber ich fand die auch extrem gelungen, die Musik. Hat mir ja, sehr, definitiv. Sehr gut gefallen. Wir hatten hier die Musik gemacht, finde ich gar nicht auf die Schnelle. Ja, hat mir sehr gut gefallen und da will ich auf jeden Fall nochmal gucken, wer das war und mal ein bisschen mehr reinhören und ein bisschen drauf achten, wenn der, es war auf jeden Fall ein Er, mir fällt bloß der Name nicht mehr ein, wenn er nochmal einen Film vertont, dann achte ich mal ganz besonders drauf. Okay, startet am 2. Juni, oder? Wenn ich es hier richtig sehe, oder? Du? Richtig drauf geguckt, aber wenn du das sagst, dann so schlecht. Ja, es steht hier bei IMDb. 2. Juni, ja, 2.6. Bei IMDb stand es an der Seite. Ja, also von mir 8 Punkte, auf jeden Fall. Und von dir? Von mir 9 Punkte, eine absolute Empfehlung. Wow. Also von mir auch absolute Empfehlung. Ja. Ein absolut super schöner Film. Den kann man auch zu Hause nochmal anschauen. Aber wenn man die Möglichkeit hat, geht in ein kleines Kino oder in einen kleinen Kinosaal, wo es ein bisschen mauschelig und heimelig ist noch und guckt es euch da an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall im Kino anschauen mit vielen Leuten oder vielleicht, wenn jetzt die Open-Air-Kinos wieder beginnen, da hat ja auch der Ziemlich beste Freunde nochmal so einen richtigen Siegeszug gehabt, dann schaut ihn an mit vielen anderen Leuten zusammen. Empfehlung, Glück auf einer Skala von 1 bis 10. Ja. Hab gerade überlegt, ja. Dann machen wir weiter mit dem Sneak-Tipp. Mal gucken, was morgen kommen könnte. Kate, wie lautet denn da der Tipp und ist da schon was eingegangen? Der Tipp lautet gemeinsames Comeback. Und getippt wurde Top Gun Maverick und der Film Dog. Ja. Und das hat Top Gun Maverick hat jetzt nicht der getippt, der immer hier Avatar 2 tippt, sondern also der kommt sogar von mir, weil es könnte halt passen, ne? Weil da sind ja die ganzen alten Helden wieder mit dabei, ne? Und so. Wäre natürlich wirklich mal oberes Regal, ne? Puh, sehr selten, dass sowas in das Sneak kommt, aber man weiß es nicht. Man muss ja auch mal so ein Wild Guess hier mal abgeben. Ne? Aber Dog könnte natürlich. Ich muss an der Stelle aber gleich sagen, ich bin morgen nicht im Kino mit dabei, ich muss moderieren.
weil ich am Dienstagmorgen um 6 Uhr in der Schule sein muss, weil wir uns die Abschlussprüfungen anfangen. Das heißt, ich muss um 4, spätestens 4:30 aufstehen. Deswegen ist mir das mit abends um 11 dann ins Bett, da wird mir das zu spät. Werde ich mal versuchen, die Fahne hochzuhalten. Ja. Jawohl. Mal gucken. Guter Mann. Ja, mal schauen. Der Montag ist immer kritisch auf Arbeit. Mal schauen. Okay, bevor wir jetzt zu den Heimkinofilmen kommen, hat sich ja jetzt ganz gut eingebürgert, dass wir hier gleich mal mit den Kinocharts und Neustarts mal weitermachen, wenn wir jetzt einmal beim Kinothema sind. Wenn ich jetzt hier endlich mal mein... Ach hier, das hat sich alles verschoben. Kinocharts und Neustarts. Weil ich hier den Gente und das Jaja Ding Dong draufgelegt habe, ist jetzt alles woanders. Platz 5 in Stuttgart, The Lost City, das Geheimnis der verlorenen Stadt. Oh, eine schöne Sommerkomödie jetzt, wo das Wetter schöner wird. Auf Platz Nummer 4 sind immer noch die fantastischen Tierwesen Dumbledores Geheimnisse. Mhm. Platz 3, Everything Everywhere All at Once, der neue Wes Anderson Film. Auf Platz 2, Downton Abbey 2, eine neue Ära. Da fällt mir ein, Kate, wie weit bist du mit Downton Abbey? Ich bin jetzt bei Staffel 4, glaube ich. Weiß nicht genau, muss gucken. Puh. Okay. Ja, Platz 1, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Den haben wir auch wärmstens empfohlen in der vergangenen Sendung. Und mittlerweile läuft er auch zum Beispiel hier in digitalen Qualitäten, 2D, 2D Atmos, 3D, 3D Atmos, OV, 2D Atmos, OV, 3D Atmos, also auch im schönen Kinosaal, in den Innenstadtkinos, im Gloria mit geilen Sitzen und Atmos und so weiter. Also geht da rein, das ist ein echt cooler Marvel-Film. Und macht, erklärt, was in euren Träumen passiert. Macht wahnsinnig viel Spaß. Hm. Alright, dann Neustarts, was haben wir da so auf dem Plan? Dog, da läuft doch Dog schon an. Buddy und Road Movie um die Annäherung eines ehemaligen Army Rangers und einer kriegserprobten Hündin mit Channing Tatum. Würde ich ja schon gern sehen. Dann X läuft an, Horror-Slasher von Ty West, in der eine Filmcrew in den 1970ern einen Porno drehen will, doch von ihren Gastgebern blutig vertrieben wird. Von Ty West mit Jenny Ortega, Mia Goth, Brittany Snow und weiteren. Den hatte ich ja mal getippt für die Sneak, als der Tipp irgendwie war, so ein schwerer Job oder so ähnlich. Ein Biopic-Drama läuft an über Zlatan Ibrahimovic, das heißt I am Zlatan, über die Anfänge des Fußballers. Dann haben wir die Stasi-Komödie, eine starbesetzte DDR-Komödie des Regisseurs von Sonnenallee und NVA, der mit Stasi-Komödie seine DDR-Trilogie abschließt. Das klingt sehr gut. Von Leander Hausmann mit David Groß, Jörg Schüttauf, Antonia Bill und weiteren. Ja, ich hatte ein bisschen... Das war für dich, oder? Naja, nicht ganz. Ich weiß noch nicht genau, sage ich mal so. Ich hatte ein bisschen mir hin und her geschrieben mit dem, mit dem einen von Konstantin-Film, den ich kenne, der da Werbung dafür gemacht hat, als das neu rauskam. Oder als die dann die Nachrichtensperre aufgehoben haben, als sie gesagt haben, okay, der Film kommt bald. Ne? Habe ich gesagt, was, ihr macht eine Stasi-Komödie? Habe ich gesagt, Stasi ist für mich nichts, woraus man eine Komödie machen könnte. Das, ja, also da bin ich sehr, sehr skeptisch. Also ich meine, der Titel schreckt mich hier extrem ab. Also ich will nicht sehen, dass da irgendjemand die Stasi verniedlicht und daraus eine Komödie macht oder sowas, weil das war einfach richtig scheiße, was da alles passiert ist und so. Definitiv. Und deswegen, ja, mal schauen. Ich bin da sehr skeptisch. Also nichts, wo ich jetzt gleich ins Kino renne oder so. Und die Trailer, die weisen mir auch noch nicht so die Richtung, dass ich sage, ja, könnte was sein. Hm. Okay, 6 Tage unter Strom, unterwegs in Barcelona, eine Komödie über die zwangsweise Zusammenarbeit dreier Handwerker in Barcelona. Ja, meinst du, dass die da was arbeiten? Ich meine, die haben doch so, wir hatten schon mit meiner alten Firma, wir hatten Projekte in Spanien, da ist wenig vorwärts gegangen, wenn wir die nicht ordentlich, die Handwerker da. Naja, wer weiß. Okay, Fuchs im Bau läuft auch noch an. Was auch immer sich dadurch versteckt. Ein Drama. One of These Days läuft auch noch an. Menschliches Drama um eine Gruppe von Menschen, die Tag und Nacht in einem Ausdauerwettbewerb einen Truck gewinnen wollen. Da habe ich irgendwie mal den Trailer gesehen. Die müssen irgendwie die Hand auf dem Auto halten.
und wer so lange wie möglich das schafft, also du musst quasi das Auto anfassen, was du gewinnen willst, und wer zuletzt noch seine Hand da drauf hat, der hat gewonnen. Und weiß ich nicht, wie man daraus einen Film machen kann. Aber gut. Es gab mal eine ähnliche Grey's Anatomy-Folge, nur da ging es um ein Hochzeitskleid. Ja, und Grey's ist ja meistens nur so 45 Minuten. Das ist ja machbar, aber hier ein Film. Was haben wir noch? Ein Kinderfilm, Mein Freund der Pirat. Kinderfilm über eine Piratenfamilie. Ja, genau, Mein Freund der Pirat noch. Ein Musikfilm mit Lucia di Lammermoor. Ist hier die Metropolitan und ja, Mein Freund der Pirat halt, ne? Mary. Ja. Gibt nur. Der Rest fällt ist, mir immer ja. der Pirat. Ah, doch, hier noch. Fisch für die Geisel, ein Kriminalfilm. Okay. Fällt mir nur der Pirat von Dodgeball ein. Da. der war cool. Okay, dann auf ins Heimkino. Heimkino. Im Heimkino haben wir uns, wie gesagt, hier mal den Film ausgeliehen. Marry Me, verheiratet auf den ersten Blick. Wer den Trailer gesehen hat, kann eigentlich schon fast ahnen, wie der ganze Film geht. Aber vielleicht nicht ganz, okay. Marry Me mit Jennifer Lopez, Owen Wilson und Maluma zum Beispiel, den kannte ich auch nicht. Meine Frau kannte den aber, das ist ein Musiker. Und es geht darum, Owen Wilson ist alleinerziehender Vater und er versucht halt seine Tochter immer wieder ein bisschen mehr zu erreichen und so. Ist halt schwer, sie hat halt Handy und sie guckt halt ganz andere Sachen als er und mag halt ganz andere Dinge. Und als dann eines Tages seine Kollegin in der Schule, sie hatte eigentlich geplant gehabt mit ihrem Date, was eine Frau ist, spielt ja keine Rolle jetzt hier, wollte sie eigentlich auf so ein Konzert gehen von dieser Künstlerin, also von Kat Valdez, also gespielt von Jennifer Lopez. Und das hat sich aber zerschlagen, also die sind nach kurzer Zeit schon wieder auseinandergegangen und sie hat jetzt nun die Karten übrig. Und da bietet sie ihrem Mathelehrer-Kollegen diese Karten an, damit er mit seiner Tochter da mitkommen soll. Und weil die Lehrerin-Kollegin so ein totaler Fan ist von der Kat Valdez, macht sie auch so ein Schild, da steht drauf Marry Me. Und ja, Jennifer Lopez alias Kat Valdez wollte auf diesem Konzert ihren Verlobten heiraten. Das ist so ein Latino, gespielt von Maluma. Und kurz vorher, bevor das passiert, das Konzert beginnt und alles so, und als sie dann mal Backstage ist, gucken gerade alle irgendwie auf ihr Handy und da ist halt so ein Videoclip geleakt worden, in dem er mit anderen Frauen irgendwie rummacht und so, und da ist sie natürlich völlig, völlig erschüttert, steht dann halt, sie wird halt so von unten rausgefahren auf die Bühne nach oben und ja, sie ist halt dann völlig erschüttert und singt halt und sagt halt trotzdem noch ein bisschen was und sagt halt so, ja, vielleicht suche ich mir auch immer die Falschen aus und vielleicht muss ich mehr Risiken eingehen. Und jetzt steht halt Owen Wilson mit dem Schild da, wo drauf steht Marry Me. Er weiß gar nicht was da drauf steht, weil er hält das einfach nur für die andere und das zeigt so nach vorne zur Bühne. Und er sagt ja halt, okay, dann nehme ich dich, komm her. Und er so, oh, what, okay. Und alle drehen sich um ihn rum und so, die Handys gehen an, sie filmen ihn und Owen Wilson, wie er halt so ist, der kann das ja echt gut spielen, so. So, oh, okay. Und er lässt sich halt sogar drauf ein und dann natürlich im Nachgang wird dann halt, also sie werden dann noch getraut auf der Bühne und der, in Anführungszeichen, der sie traut, der Standesbeamte, der fragt dann noch sich mal, ja, gut überlegt alles und so, es ist ein bisschen kurzfristig und so, wollen sie wirklich? Ja, ja, okay. Und dann im Nachgang macht halt dann der Manager mit ihm dann auch so ein bisschen was aus, so wie, ja, wir ziehen das jetzt mal durch und so, das ist jetzt eh noch eine Laune von der und wir machen mal ein bisschen was schriftlich und so. Und er ist natürlich ja als Lehrer da gebunden an gewisse Zeiten. Er muss halt in der Schule da immer da sein. Er kann jetzt nicht mit ihr um die Welt chatten und hier nun ihren neuen Mann spielen. So, dass halt immer nach der Schule muss er halt immer auf irgendwelche Events, Fotoshootings, irgendwelche TikToks aufnehmen mit ihr oder irgendwas und sich da zeigen. Und wie man es vielleicht schon annehmen kann, die zwei kommen sich dann auch im Laufe dessen ein bisschen näher. Ach was, erzähl, und, oh mein Gott. Aber es gibt halt trotzdem noch so ein paar Rückschläge und es ist nicht ganz so cheesy, wie es jetzt vielleicht klingt, sondern es ist eigentlich sehr lustig und sehr herzlich gemacht und der Owen Wilson und vor allem auch seine Tochter und seine Arbeitskollegin
Die spielen das wirklich wahnsinnig gut, ne? Und es macht echt Spaß, das zu schauen. Und ich habe auch als Schlimmstes vermutet, ne? Weil ich mag ja nun Jennifer Lopez nun gar nicht so. Ich fand die nur bei The Cell, fand ich sie gut als Schauspielerin. Aber in allen anderen Filmen war sie für mich eher mehr oder weniger ein Ärgernis. Und hier musste ich auch wieder ein paar Mal feststellen, dass sie absolut einfach nicht schauspielern kann, ja. Und hier hat sie aber wenigstens das Glück, dass sie ja mehr oder weniger eine Sängerin spielt, also sich selbst, ja. Und sie nimmt sich auch selber so ein bisschen auf die Schippe mit ihrem ganzen, ja, mit ihrer ganzen Entourage, mit ihren ganzen Social-Media-Themen und so. Das fand ich ganz nett. Ansonsten hatte der Film so ein bisschen Vibes von Notting Hill, den ich auch sehr mag. Das ist ein Guilty Pleasure von mir. Kommt aber nicht ganz ran. Aber auf jeden Fall eine Empfehlung von mir, den mal zu schauen. Den kann man auch schön zusammenschauen als Pärchen oder so. Oder als Date-Movie schauen, keine Ahnung. Es ist ein Film, da, ja, das ist jetzt für Männer nicht so ein großes Ärgernis, der Film, wie manche von diesen schmalzigen Filmen. Und für die Frauen, den denke ich mal, gefällt er auch. Also ist für jeden was dabei. Deswegen von mir 7 Punkte. Also wir hatten echt Spaß bei dem Film und ist toll gemacht. Hat ein paar coole, unerwartete Wendungen drin. Und ja, das Ende fand ich auch sehr gelungen. Und deswegen von mir 7 Punkte. Gibt es hier wow. Überall, wo es... Jennifer Lopez-Film, hey. Also ja, wow. Ja, genau. Gibt es überall da, wo man so ausleihen kann. Ich weiß gar nicht, hatten wir es bei Amazon Prime oder im Skyscore? Irgendwo hat man es ausgeliehen. Kostet überall das Gleiche, ne? Ja, also vielleicht gibt es dann den demnächst dann im normalen Sky oder in irgendwelchen Streaming-Diensten, dann könnt ihr dann auch gucken. Okay, dann sind wir schon bei den Serien. Serien. So, Kate, schieß du mal los, da kann ich mal einen Schluck trinken. Mach nur, du hast zu viel geredet, jetzt darfst du dir eine Trinkpause gönnen. Denn jetzt werde ich reden, denn wie ihr euch mit Sicherheit alle sehr gut dran erinnert, habe ich bereits in Folge 645 am 17. Dezember 2020 über die erste Staffel von The Wilds gesprochen. Für die, die sich nicht erinnern, es geht um einen Flugzeugabsturz, wo 9 Teenager-Mädels auf einer Insel stranden. Achtung, Spoiler! Es ist dabei ein Sozialexperiment und dieser Absturz wurde fingiert von denen, die dieses Sozialexperiment durchführen. Und es geht quasi darum, dass diese Mädels dann irgendwie auf dieser Insel überleben müssen. Sie müssen sich Essen beschaffen, sie müssen miteinander, untereinander klarkommen. Sie müssen sich gegenseitig essen. Nee, das zum Glück nicht. Das wurde in anderen Serien angedeutet, über die wir wann anders wieder sprechen. Wenn da eine neue Staffel kommt. Und ja, dass sie gerettet werden von der Insel, wird auch klar, denn sie werden immer wieder von Leuten interviewt, die aber zu diesem Sozialexperiment gehören. Das heißt, man weiß auch, dass sie irgendwann von der Insel runterkommen. Aber sie kommen halt noch nicht am Ende dieser ersten Staffel von der Insel runter, sondern es gibt einen Cliffhanger, wo quasi eine Haiattacke stattfindet. Oh, man aber jetzt nicht weiß, wieder. Wie es ausgeht. Jetzt hast du mich. Und dann gibt es auch noch Hinweise darauf, dass es eine zweite Gruppe auf einer anderen Insel gibt, und zwar die sogenannte Kontrollgruppe, die aus Jungs besteht, aus 9 Jungs. Und in der zweiten Staffel geht es jetzt genau darum, es geht, wie geht es bei den Mädels weiter, wie kommen die von dieser Insel runter, was passiert nach diesem Haiangriff und dreht die eine noch vollends am Rad oder nicht? Und warum wurde eigentlich das Interview von der einen gar nicht gezeigt? Lebt die noch? Ist sie tot? Passiert da irgendwas? Steckt sie mit drin? Weil, dass es einen Maulwurf gibt, war klar. Relativ früh schon. Und daneben diese Jungs. Wie schlagen sich denn die Jungs auf ihrer Insel? Haben die mit ähnlichen Problemen zu kämpfen? Oder halten die überhaupt gar nicht so lang durch, wie zum Beispiel die Mädels? Wahrscheinlich. Prügeln die sich oder funktioniert plötzlich denn ihre Gesellschaft, die sie da aufbauen müssen, ganz gut? Und das, wie gesagt, wird halt in der zweiten Staffel erzählt und auch wieder mit einem sehr netten Cliffhanger am Ende der Staffel. Und ich hoffe, dass Amazon Prime demnächst offiziell verkündet, dass es eine dritte Staffel geben wird, weil wenn nicht, bin ich sehr traurig, weil ich mag die Serie sehr, obwohl es mit lauter Teenagern ist. Aber so ausgesetzt auf eine Insel ums Überleben kämpfen, gefällt mir ja eigentlich prinzipiell immer ganz gut, so eine Storyline. Und wenn man dann noch ein Sozialexperiment dahinter steckt,
noch nicer. Deswegen, also alle für die, die die Serie noch nicht gesehen haben und sie noch sehen wollen, absolute Schauempfehlung. Zweite Staffel ist nahtlos so gut wie die erste, wenn nicht sogar einen kleinen Ticken besser. Den Zusatzkommentar, ja, trotz dass das über lauter Teenager geht, verstehe ich jetzt nicht ganz. Du magst doch sowas mit The 100, ja, aber, Maze Runner, es ist doch immer... Ja, aber zum Beispiel, es gab mal eine Serie, die hieß The Society. Ah. Da ging es irgendwie darum, dass über Nacht alle Erwachsenen aus dieser Stadt verschwunden sind. Ah, ich erinnere und mich, die, ja. Die Teenager auch die Stadt nicht verlassen konnten. Die, ah. So, wenn die irgendwo rausgefahren sind, sind sie am Ende wieder reingekommen. Und diese Teenager waren einfach nur anstrengend. Das war alles so, irr. Ja, Casting ist halt schon wichtig. Und ich finde, es ist immer schwierig, man muss immer aufpassen. Ja? Und bei The 100, Entschuldigung, die haben Teenager gespielt, waren aber alle Mitte 20. Ja, die Schauspieler. Ach so. Also von daher, deswegen, da muss man immer aufpassen. Aber so Survival-Zeug muss man, das funktioniert da ganz gut. Ja. Ich habe nicht so eine Bindung zu diesen Jungs aufgebaut wie zu den Mädels. Also ich fand es immer viel interessanter, was mit den Mädels passiert, weil wir die halt aus der ersten Staffel schon kennen. Aber den Gegensatz, eben diese Kontrollgruppe zu sehen, fand ich auch sehr interessant. Ja, deswegen, ich hoffe sehr auf eine dritte Staffel. Ja, mal schauen. Vielleicht gucke ich auch mal rein. Yellow Jackets gab es ja auch, das war auch so. Ja. Das ist so irgendwie so ein gängiges Ding, dass man da irgendwie so Kids in irgendeiner Situation, Herr der Fliegen gab es ja früher. Yellow Jackets halt einfach tatsächlich ein Unfall war und kein Sozialexperiment mit im Baum verbaute Kameras und solche Späße, ne? Und einem Maulwurf eingeschleust, der versuchen muss, damit zu überleben und Bericht erstatten muss mitten in der Nacht und solche Sachen. Ja, also. Okay. Ja. Klingt spannend. Ich habe auch noch was mitgebracht, habe ich hier auf Sky die ersten Folgen gesehen gehabt, die haben jetzt zwei Folgen gebracht, ich glaube, die warten dann auch so wie bei Das Boot immer erstmal noch ein Stück. Ich gucke ja wenig jetzt im Sky Store hier in diesem Ding, ich nehme mir das meistens auf hier auf dem Festplattenrekorder. Und zwar handelt es sich um Treadstone. Treadstone ist ja das CIA-Geheimprojekt, aus dem auch Jason Bourne hervorgegangen ist. Das wird auch gleich am Anfang so mal so ein bisschen thematisiert. Und für alle die jetzt vielleicht Jason Bourne, die Filme nicht kennen, bei Jason Bourne war es so, ich glaube im ersten Film, der wacht halt irgendwo auf und ist da irgendwo mitten im Wasser irgendwo, wacht da auf, wird gerettet. Und er erinnert sich halt erst so nach und nach an irgendwelche Ausbildungen und irgendwie, was er gehabt hat und wer dahinter steckt. Und hier ist es halt auch so, rund um die Welt gibt es halt überall solche Agenten, die von diesem Treadstone-Projekt, die das durchlaufen haben, auch in ganz wilden Ländern wie irgendwie Nordkorea oder sowas, ja. Und bei diesen, Personen wird diese Treadstone-Ausbildung getriggert, so ziemlich fast gleichzeitig bei allen weltweit. Und das führt natürlich dann dazu, dass die ihre Aufträge ausführen oder irgendwie da aktiviert werden, um eben Leute umzubringen als Attentäter oder sowas. Und es gibt so eine Investigativjournalistin gespielt von Tracy Ifekor, die hat da auch ermittelt in dem Thema und dann eine, die ist Klavierlehrerin in Nordkorea, die da bei so einer etwas reicheren Familie dort ihren Dienst tut, die wird erweckt. Und noch so eine CIA-Agentin, gespielt von Michelle Forbes, die versucht eben herauszufinden, warum plötzlich diese ganzen Schläfer aktiviert werden und wer dahinter steckt. Ich habe jetzt, wie gesagt, erstmal nur die ersten zwei Folgen geschaut. Ich weiß jetzt auch noch nicht, wer dahinter steckt und wie und was. Aber es wird auch sogar auf verschiedenen Zeitebenen erzählt, nämlich einer spielt in Ostdeutschland des Jahres 1973 und da geht es um einen gefangenen CIA-Spion, gespielt von Jeremy Irvine. Und es ist sehr, sehr spannend. Ich hätte es nicht gedacht. Die Jason Bourne-Sachen, die waren ja mehr so Action, haut drauf und irgendwie überleben, durchschlagen, ermitteln, so fast James Bond-like. Während hier ist so dieses Ganze erstmal so, und hier ein bisschen, diese Sachen aufzudecken, die Leute, die sich selber entdecken, ist halt hier nicht nur eine Person, sind halt wirklich ganz verschiedene rund um die Welt, die plötzlich entdecken, dass ihr bisheriges Leben irgendwie eine Lüge ist und dass sie jetzt Sachen machen und manche,
der eine unserer Hauptcharakter, den wir da begleiten, der Jeremy Irvine, der hat doch immer mal so Blackouts, ne, so ähnlich wie bei jetzt in der Serie hier, The Moon Knight, wo er dann plötzlich aufwacht und plötzlich sind irgendwie drei Leute um ihn rum tot, ne, oder so. Also wo dann plötzlich das getriggert wurde, sein Killerinstinkt oder sowas. Und ja, das fand ich sehr, sehr spannend. Also wer so ein bisschen dieses Agentending mag und wer mit Jason Bourne so ein bisschen was anfangen konnte, der sollte hier unbedingt mal reingucken. Also wirklich auch, man muss da sehr genau zugucken, weil da auch diese verschiedenen Zeitebenen sind. Und ja, bin ich auch noch nicht so ganz dahinter gestiegen, warum uns die alte Geschichte noch erzählt wird. Aber ich bin mir sicher, dass dann irgendwann noch ein Querverweis auf die aktuellen Fälle gibt. Und echt angetan. Gut gefilmt, gut gedreht, gut inszeniert. Macht Spaß. Und lauter mehr oder weniger unbekannte, für mich unbekannte Darsteller, die aber alle ihr Ding gut machen. Fand ich gut. Treadstone. Empfehlung. Und das zweite Ding. Klingt gut. Ja, klingt wirklich gut. Also, gibt's auf Sky. Hat mir jetzt gerade schon tatsächlich mal Lust gemacht, reinzugucken. Das ist so schön. Dann guck mal rein. Ihr habt das Sky. Das gibt's bestimmt auch da hier auf Abruf. Da musst du nicht warten, bis es kommt. Das zweite, wo ich reinguckt habe, ist die dritte Staffel von Das Boot. Da habe ich jetzt die ersten zwei Folgen geguckt. Sehr, 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 sehr gut wieder mal. Das ist ja auch, aber das ist ja kein Geheimnis, denn die Staffel, die räumt ja auch, oder die Serie räumt ja auch weltweit Preise ab. Und ich finde es immer, ich hatte ja große Bedenken, als es hieß, es gibt eine neue Staffel, eine neue Serie, Das Boot, weil ich ja die alten Filme mochte und die alte Serie. Aber die überzeugt mich von Staffel zu Staffel mehr und der Production Value, der steigt auch jedes Mal. Das ist total irre. Dritte Staffel ist der Wahnsinn. Also macht so einen Spaß, die zu schauen. Okay, das ganz kurz. Und ich habe noch einen, was ganz kurz. Ich habe nämlich The Office jetzt wirklich zu Ende geschaut. Das Staffelfinale, was ich ja vorher noch nie geschaut hatte. Weil ich habe die letzte Staffel, die letzten Staffeln, die letzten zwei, wo der Hauptcharakter nicht mehr dabei war, die habe ich irgendwie nicht mehr geschaut gehabt damals. Und jetzt habe ich die ja nachgeholt. Ich habe ja alles nochmal komplett durchgeschaut. Und ich muss sagen, nach so vielen Jahren, das sind ja neun Staffeln, irgendwie 9 Jahre, die wir da die Personen begleitet haben, so ein gutes Ende zu finden und so ein tolles Ende und so ein, ja, ich will es natürlich nicht spoilern für die es noch schauen wollen vielleicht, die es auch vielleicht noch nicht geschaut haben. Es ist ein sehr rundes, gut geschriebenes, wirklich, wirklich tolles, überzeugendes Ende von der Serie. Und so muss es sein. Also wenn es so eine Serie gibt, die so lange läuft, so ein tolles Ende zu schreiben, also Wahnsinn, richtig gut. Hat mir sehr gut gefallen. Also vielleicht ein kleines Ding, was jetzt kein Spoiler ist. Die ganze Serie ist ja so als Mockumentary angelegt und in der letzten Staffel geht es dann eigentlich darum, dass die Produktionsfirma jetzt diese Serie, diesen Dokumentarfilm, den sie da gemacht haben oder Dokumentarserie, dass sie die veröffentlichen wollen. Und dann gibt es natürlich auch so eine große Party dann auch, wo das dann gezeigt wird und ja, alles sowas. Und es sind natürlich alle ein bisschen so, das habt ihr aufgenommen und so. Es ist natürlich alles so diese, also wird dann nochmal die eigentliche Wand nochmal zusätzlich durchbrochen und es ist wirklich gut. Und es kommen irgendwie gefühlt alle Personen nochmal vor, die irgendwann mal relevant waren und einfach herrlich. Also das, die Office, US, unbedingt schauen. Okay, genug von Serien. Jetzt gibt's erstmal was zum Rätseln, glaube ich. Na, jetzt muss man ja längere Zeit mal ein bisschen drauf warten, aber jetzt kommt's. Rätselecke. Ich bin sehr gespannt. Harry Potter! Ich habe mir diese Woche ein Rätsel ausgedacht, wo es um Film und um Filmmusik geht. Bedeutet, ich nenne euch einen Filmtitel. Und ihr sagt mir, welcher Interpret mit welchem Song als Headline für diesen Film gab. Versteht ihr, was ich meine? Also wer den Titelsong, also den quasi, ja, genau, es gibt ja immer so einen Titelsong für so Filme, wie jetzt hier bei Bond und so, da gibt es immer einen Song, der wird immer mit diesem Film verbunden. Und Patrick Swayze, like the wind. Ich würde jetzt zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel, wer war Interpret und wie hieß der Song bei Titanic als Beispiel jetzt? Ja? Celine Dion und My Heart Will Go On, bam! Genau, das will ich hören. Und wenn ihr nicht draufkommt, kann ich euch eine Hilfestellung mit 3 Auswahlmöglichkeiten geben. Okay. Verstanden? Ja.
Ja, das wird, okay. Das wird klinisch peinlich, aber ja. Wir fangen an mit dem Film. Echt? Ich habe eher die Bedenken, dass es zu einfach wird, Chris. Okay. Okay. The Great Gatsby. Lang, lang ist her. So viel zum Thema, das wird zu einfach. Boah, ihr habt ja ewig nicht gesehen, aber das ist... Das ist eine Fangfrage, da gab es gar keine Musik. Warte mal, da gab es was. Das war irgendwas. Also, wie gesagt, ihr habt die Option auf drei Auswahlmöglichkeiten. Das war irgendwas Poppiges. Ach, das war irgend so ein... Ja, ich merke mir nur die Sachen, die mir... Wie oft kann ich denn die Auswahl ziehen? Kann ich jedes Mal ziehen, bei jeder Frage. Ich tippe mal, war irgendwas Poppiges. Ich tippe mal Lady Gaga. Nee, Quatsch, kann nicht sein. Aber es war irgendwas in der... Soll ich mal die Auswahlmöglichkeiten machen? Sag mal die Auswahlmöglichkeiten. Bitte. Also, entweder war es Gold von Ciara, Summertime Sadness von Lana Del Rey oder A Little Party Never Killed Nobody von Guru-Rock, Fergie und Q-Tip. Nee, es war das Erste. Nee, es war das Zweite. Nee, es war das Dritte. Es war A Little Party Never Killed Nobody. Oh. Ganz genau. Keine Punkte in dieser Runde. Nächster Film. Oh, ich zitiere das wisst Erik. Das wisst ihr aber. Einfach. Also wenn ich euch die Vorschlagmöglichkeiten gebe, dann wisst ihr das. Und zwar von dem wunderbaren Film Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Hab ich nicht gesehen. Aber du kennst den Song. Pff, kann sein, aber den assoziiere ich ja dann nicht mit dem Film. Okay, Auswahlmöglichkeiten? Ja, bitte. Boom Clap von Charlie XCX. A Sky Full of Scars von Coldplay oder Me and My Broken Heart von Rixton. Dann, das mittlere Coldplay. Wenn du sagst, ich kenne das, dann kann es ja nur Coldplay sein, weil die anderen zwei kenne ich nicht. Kann ich bitte nochmal diesen Verlierer-Button haben? Aber dann stimmt es ja nicht, dass ich das kenne. Ja, aber du kennst Boom Clap. Das war der Sommerhit des Jahres. Boom Clap von Charlie XCX. Oh genau, Charlie Low Noise und Mental Theo. So. Ja. Das bedeutet, der letzte Film wird es ausmachen. Okay. Oh mein Gott. Ihr müsst jetzt richtig sein, weil ich habe keine Schätzfrage. Oh. So. Und zwar, was war der Titelsong von Der Hobbit Smaugs Einöde? War es A? Wild is the Wild von David Bowie. Nein. Sun Unholy War von Amy Winehouse oder Icy Fire von Ed Sheeran. Ed Sheeran. Jetzt steht's 1-1, so eine Scheiße. Ja. Okay. Dann geht's jetzt darum, wer es zuerst sagt. Ich habe noch einen übrig. Harry Potter. Der ist aber so einfach, da kriegt ihr keine Auswahlmöglichkeiten. Und ich möchte, und es gewinnt der, der jetzt als erstes rausruft. Und ich sage schnell den Filmtitel. Ich bin schon ganz aufgeregt. Dirty Dancing. Time of My Life von, weiß ich nicht mehr, wie die hieß. Patrick Swayze, She's Like the Wind. Nein. Bill Medley und Jennifer Warnes, willst du sagen, Chris? Ja, du hast kurz gegoogelt, du Arsch. Nein, ich hab den Soundtrack hier stehen. So, wer hat jetzt gewonnen? Der den Titel sagt, ich habe gesagt, She's Like the Wind, weil das war der Titelsong zum Film, der auch Oscar-nominiert war. Und Chris sagt Bill Medley und Jennifer Warnes. Also auf meiner Lösung steht Time of My Life. Na, dann ist es das. Ha! Dann hat der Chris gewonnen. Der Schiedsrichter entscheidet, die Schiedsrichterin. So sieht's, Videobeweis. Videobeweis. Herzlichen Glückwunsch. Toller Soundtrack. Vielen Dank, danke schön. Das ist total verdient, weil ich habe hier ja alles gewusst. Hast ja quasi geowned hier. Also ich fand, das war halt mal eine andere Art von Reden. Das war super, ja. Nee, echt super. Das war richtig gut. Das war viel zu hart, aber richtig gut. Waren bloß lauter Filme, die ich nicht kannte oder nur einmal so nebenbei gesehen habe. Aber es waren alles tolle Gatsby Filme. Kennt man doch. Ja, also, den Film habe ich einmal gesehen. Habe ich genau einmal gesehen, ja, den Film. Aber kenne ich nicht. Das, also, nee. Kann ich so nicht akzeptieren. Und bei Hobbit, da geht das alles ineinander über. Da weiß ich nicht mehr, was in welchen der Film war, weil das alles... Ah ja. Großartig. Absolut großartig. Kate, absolut großartig. Als erster Titel bei den Soundtrack-Credits für Dirty Dancing steht übrigens in der IMDb Be My Baby
von, von den Ronettes. Das Ach, da gibt's auch noch, da gibt's auch noch, wie hieß der? Da gibt's noch, so, noch einen. Ey, der Soundtrack ist super. Den kann man komplett durchhören, der ist echt gut. Big Girls Don't Cry gibt's auch noch. Big Girls Don't Cry. Aber der Film, dann gab's noch Hungry Eyes von Eric Carmen. Ja, Hungry Eyes, den meine ich. Hungry Eyes. I feel the magic between you and I. Ja. Ich musste diesen Film tausend und ein und mehr mal gucken, weil das war der Lieblingsfilm oder ist der Lieblingsfilm von meiner Schwester. Und da lief die VHS-Kassette damals rauf und VHS. Runter. Ich war damals sechsmal im Kino, sechsmal mit verschiedenen Mädels. Ja, aber leider ging gar nichts damals. Das waren wir, noch sehr, wir waren noch sehr jung damals. Das war, und du brauchtest das Geld. Nee, nee. Aber ich bin ja viel ins Kino gegangen damals und genau, da wollte halt kein Junge mit, da ist halt aber Mädchen mitgegangen. Ja, sowas. War cool. Jetzt hat man da probiert, vielleicht hat es funktioniert. So, also warte mal, jetzt kriegt der Chris erstmal seinen wohlverdienten Applaus hier. Danke, danke, danke. Ja, danke. Wenn danke, du danke. Mich fragst, wer sehr gut. Und haben wir eigentlich Hertha BSC-Fans hier? Nee, bestimmt nicht. Gibt es die überhaupt? Viel Glück oder so? Und viel Segen auf all euren Wegen. Ja, ich sag mal so, das ist sehr dünnes Eis, auf dem wir uns bewegen. Das war, wie es der Tom vom Rund um den Brustding-Podcast immer sein Lieblingsspruch, das war ein enges Höschen. Egal, Erfolg gibt dem Recht, den er hat. Und ja. Erfolg ist drin geblieben. So, Schlimmste vermieden. Genau. So sieht's aus. So. Total, also wer so eine überzeugende Saison spielt, also da gibt es keine Frage, oder? Na gut, ja. Ein paar Musiktipps haben wir noch für euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ich hier den Button irgendwann mal finde, weil alles vertauscht ist, hier. Music. Kate, was packst denn du drauf, oder? Wir haben gestern den Eurovision Song Contest angeguckt, der übrigens sehr lustig war dieses Jahr wieder. Und ich habe mir einen 6 Punkte. Song... Ja, ich habe mir einen Song ausgesucht und zwar von dem australischen Interpreten von Sheldon Riley, Not the Same, weil ich fand den Song sehr cool, den er da gestern performt hat. Packe ich hier mal drauf. Ja, der hat aber auch nicht so viele Punkte gekriegt, ne? Aber, nee, ja. Aber ja, schon ja, deutlich mehr als zuvor. Also Australien hat er früher auch schon nicht so viele Punkte gekriegt. Deswegen, ja. Ich finde es eh schön, dass Wobei, sie da dabei sind. Wie habe ich das vorher so schön gelesen? Eurovision Song Contest, Deutschland endlich nicht mehr Vorletzter. Ja, aber das fand ich schon gemein. Egal. Ich habe Wir von glitzern nicht genug. Ja, wir glitzern nicht genug. Von K391 oder K391 Lighthouse. Okay, habe ich auch schon draufgepackt. Und bei mir gibt es das, was wir gestern schon in unserem WhatsApp-Chat hatten. Von Curse Hassliebe, weil ich glaube, das verbindet uns momentan mit dem VfB. Ja. Aber sie haben mich gestern wieder geholt. Ja, gestern war wieder mal Liebe. Ja, mich auch. Ach, das war schlimm gestern. Ja. Aber Thema ESC, wenn wir einmal bei der Musik sind. Ja, der deutsche Beitrag ist ein Top-Radiosong, Pop-Song, aber ist kein ESC-Song. Das ist das Problem. Das heißt, ja. Da war zu wenig ESC drin in dem Song. Und sowas, ja, siehst ja selbst die Belgier, die hatten ja auch so einen Klon von Malik Harris, auch so ein Typen, der auch sowas belangloses, so ein belangloses Pop. Das war Pop, so gut, hä? Als Belgien dran war, ich so, hä? Darf Malik nochmal? Ja, das ist ja auch so ein belangloses Pop-Song gewesen. Das kommt aber ja gar nicht an. Aber der Typ ist Torhüter, ne? Der Interpret, der ist Torhüter der zweiten belgischen Liga. Also. Mag sein, dann soll es vielleicht mal lieber darauf konzentrieren. Oh, Junge! Nee, aber das ist ja, du brauchst halt bei ESC, muss es halt bunt und schrill sein und so und divers und so. Das ist halt, das war Ausnahme. Ja, aber bunt Ausnahmefall. Und verrückt hatten wir doch letztes Jahr und es hat nicht funktioniert. Ich fand halt auch, ich habe ja bei Deutschland auch diese ganzen Vorauswahlen angeguckt, da gab es wesentlich bessere, die bessere ESC-Songs geliefert hätten. Und bei Frankreich genau das Gleiche, weil das habe ich auch ein bisschen beobachtet. Der Gewinnersong, okay, was Bretonisches, okay. Ey, die hatten so geile Sachen dabei, aber halt wie in Deutschland. Fehlt halt. Wir hätten einfach Electric Callboy hinschicken sollen. Definitiv, ja. Electric Callboy oder
selbst die Zweitplatzierten, die hier von The Voice gekommen waren, hier dieses Pärchen da, diese zwei Typen, die waren auch geil. Die hätten noch mehr ESC-Flair gehabt als Malik Harris. Das ist immer, ja, das war halt eine Seltenheit, dass es mal geklappt hat mit Lena. Damals wirklich ganz reduziert. Da war halt die restliche Sendung total bunt und schrill und sie war halt die große Ausnahme als, ja, mit schwarzen Kleidchen ganz ruhig auf der Bühne ohne Tänzer. Aber umgekehrt, wenn alles andere irgendwie so krumm, so wild ist, dann brauchst du halt irgendwas noch Wilderes. Aber Satellite ist einfach ein Welthit. Genau, und das war ja damals auch schon durch die Promo, weil das über ProSieben lief und so weiter, das war ja schon weltweit so ein bisschen in den Charts drin. Ja, das hatten die Leute schon im Ohr. Das hast du halt hier mit dem sein nicht. Der hat zwar in Deutschland Radioerfolg, aber woanders halt nicht. Also beißt die Maus keinen Faden ab, da muss wieder mehr Kompetenz rein beim ESC. Da hilft es halt nichts, wenn du dem ARD-Publikum, was ja nicht die Kernkompetenz hat für solche Pop-Sachen, ja, da musst du halt wieder mal die Privaten mit ins Boot holen, da irgendwie auf ProSieben oder Sat.1, die ja schon erfolgreiche Musikshows machen, wie zum Beispiel The Voice oder sowas, der Top-Format, oder Masked Singer oder so. Da musst du halt wirklich mal ein paar Leute mit Musikkompetenz mit reinholen und das ganze Ding mal richtig gut aufziehen. Ja, aber dann gestehst du dir ja wieder ein, dass du es nicht alleine kannst. Ja, können wir ja nicht. Das hat sich ja die letzten Jahre gezeigt. Das ist eine Ego-Sache. Ja, aber es hat sich ja die letzten Jahre gezeigt. Ich meine, was ist denn besser? Immer wieder Letzter zu werden und trotzdem da Zahler zu sein für die ganze Veranstaltung oder vielleicht doch mal die Oh, das ist ein urdeutsche Argument. Naja. Aber ihr habt der ganze Scheiß Zahl, dann ist doch so, oder vielleicht mal ein bisschen kooperieren und da mal sagen, okay, komm, wir holen da mal wieder was. Na. Siehst du, im Erik steckt mehr Deutschland als gedacht. Siehst du mal. Obwohl es ja in Frankreich ähnlich da. Die suchen immer gefühlt die Sachen aus, wo ich denke, ja, ist ganz nett, aber gewinnen wir das nicht. Bäm, zack, schicken sie die Band dann hin oder so. Ah, das machen die nur, um dich zu ärgern. Das ist immer Vorentscheid. So, wie können wir Erik dieses Jahr besonders ärgern? Ich glaube nicht. Ich glaube da fest daran. Und ich glaube fest daran, dass uns Pizza retten kann. Pizza? Ja. Oh, ich glaube fest daran, dass uns Pizza retten kann. Ja, dafür fährt Italien nicht zur WM. So. Dafür hatten sie jetzt einen ESC. Genau, war auch schön. Übrigens, habt ihr bei der italienischen Band, die da aufgetreten ist, kam euch das Lied irgendwie bekannt vor, das neue? Mir kamen total viele Lieder bekannt vor. Nee, die italienische Band, die es letzte Jahr gewonnen hatte, die sind doch diesmal aufgedreht. Ey, das Riff war 1:1 Nirvana. 1:1 war das Nirvana geklaut. Eieiei. Also, das war ja schon frech. Ja, wie viele neue Lieder gibt es denn wirklich? Nee, aber das Riff, wirklich das Riff. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Das war also... Ja. Das ist ja so frech. Schwierig. So frech. Naja. Okay, ich dann mach ich. Ich dachte, sich richtig auf hier. Machen wir das. Geht ja gar nicht hier, diese Italiener. Copycat. Klammer, Beschwerdebrief geschrieben. Naja, sind nicht bei der WM dabei, da haben sie ihre Strafe. Okay, machen wir hier einen Knopf dran. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören. Und ja. Erzählt es weiter, dass es diesen Podcast gibt, an alle Filmfans da draußen, wenn ihr welche kennt, die Empfehlungen brauchen, Film- und Serienfans, ne? Und euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen, dann werde ich wohl morgen mal allein in die Sneak gehen, ich hoffe, dass mich was Gutes erwartet und dann bis nächste Woche, da werde ich dann berichten. Tschüss! Auf Wiederhören! Bis dann, tschüss! Der Kinocast.